Guten Tag. Mhm. Servus. Grüß Gott. Grüezi. Habe die Ehre. Gute. Moin. Halli, hallo, Löhle. Hallöchen, Papöchen. Hey, gib Flosse, Genosse. Ciao. Tachchen. Hi, Fisch. Oder einfach. Hoi. Genau. Yeah. Aus dem Land, wo die Dolomiten stehen. Übern dich gebockten Brenner, wo die Brücken sich schon biegen. Mitten durch Tirol, wo sie's Kasse hart betonen. Und bitte frag jetzt ja nicht, wie sie do Banane song. Hey Max. Hoi, Onkel. Eine Frage. Wie sagt ihr zu Banane? Ihr wer? Ihr sind Tiroler. Banane? Nein. Wieso, wie würdest du es sagen? Ich? Ich würde Banane sagen. Ah, okay, okay. Aber man sagt, dass ihr sagt Banane. Wer sagt das? Alle anderen. Richtung Norden immer weiter bis nach Bayern, wo die Herzlichkeit daheim ist, nur die Mieten sein zu teuer. Bis nach Schwaben und nach Baden, übers Wasser bis vor Radlberg. Heute sind die ganze Schweiz bis Zürich, Basel und Luzern. Hoi! Ja, ich sag hoi! Wenn ich jetzt hoi sage, das ist für mich meine Begrüßung, mein Wort. So sagt ein anderer Tachchen, so sagt ein anderer Salü, so sagt ein anderer Servus, habe die Ehre. Und so hat halt jeder sein Begrüßungswort und ich finde, das sagt sehr, sehr viel über den Menschen aus. Wie er sich mit dem anderen, dem Gegenüber verbindet. Auch, genau, mit der Begrüßung. Dass du dich mit Menschen verbindest, ja, und zu Beginn erstmal hoi oder was auch immer sagst, ja, als Künstler ist das ja für dich essentiell, dass du auf die Bühne gehst und eine Verbindung suchst. Sei es mit einem Hoi oder mit dem ersten Ton auf der Gitarre. Was bedeutet es für dich, sich mit anderen zu verbinden, eine Einigkeit zu erzielen? Ich finde, das ist ja auch der Grund des Lebens und des menschlichen Zusammenseins, sich zu verbinden, neue Sachen gemeinsam zu kreieren, aufzubauen, zu lernen voneinander. Das ist für mich das Nonplusultra. Worum es im Leben geht, einfach Sachen miteinander zu machen. Und das ist eben so befruchtend auf jeglicher Hinsicht, dass man das eigentlich immer empfehlen kann, sich nur mit anderen Menschen zu verbinden und gemeinsam Sachen zu machen. Bis nach Kölle, wo die Jecken von Casala wohnen, für immer in meinem Herzen, Deone nach dem Stadion. Hoi ist ja auch ein kleines Dankeschön, zum Beispiel Richtung Köln. Ganz genau, es ist ein großes Dankeschön sogar an die Band Casala aus Köln, mit der ich im Rhein-Energie-Stadion spielen durfte, vor 41.000 Menschen. Das war eine surreale Erfahrung. Das versteht der Kopf in dem Moment auch nicht, dass da 41.000 Menschen sind. Man sieht nur so eine Wand an Personen, an Menschen. Und der Band wollte ich Danke sagen, auch mit dem Song, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, da dabei zu sein. Hoi Max! Casala aus Kölle und wir haben dich auch noch im Herzen, wegen dieser einen Nacht im Stadion. Jetzt steht sie da und schaut mich um wie ein Pfau und möchte von mir, dass sie heute schau. Tut mir leid, aber Segen tu ich dir nicht. Didi Rockstar. Didi Rockstar. Didi Rockstar, schau mich um. Diddy Rockstar. Diddy Rockstar. Diddy Rockstar, schau mich um. Diddy Rockstar. Diddy Rockstar. Diddy Rockstar, schau mich um. Oh, bitte schau mich um. Ja, bitte schau mich um. Wenn es eben darum geht, sich mit anderen zu verbinden, fällt es dir leichter in einem Clubkonzert oder wo ist die Schwierigkeit, das in einem Stadion wie zum Beispiel bei dem Casala-Konzert hinzukriegen? Es ist, Stadion hat halt also so viele Menschen, die jetzt nicht zwingend wegen der Vorgruppe da sind, ist es natürlich immer sehr schwer durchzudringen, weil die Leute kommen gerade erst an, sie trinken Bier, sie warten nicht auf dich. Also da als Band durchzudringen ist halt immer sehr schwer. Ich dachte, die Hälfte ist gegangen, nachdem du durch warst, bevor Casala kam.
Ist ein Gerücht? Das ist ein gutes Gerücht. Das würde ich jetzt auch nicht dementieren wollen. Weißt du, wo es mir so gegangen ist? Als ich Claudia Korek auf dem Königsplatz gesehen habe und danach kamen die Eagles. Oh, okay. Die hätten so viel zu erzählen gehabt, aber die haben einen Song nach dem anderen gespielt. Dazwischen war Stille. Mhm. Es war noch so viel Pause nach dem Applaus, bevor der nächste Song kam. Mhm. Ich fand das so fad, ich bin noch ein paar Songs gegangen. Okay, ja, alles klar. Wo es mir so ging, war auch, als ich mit A-ha in der Olympiahalle spielen durfte. Da war ich halt die Vorgruppe und mir wurde danach gesagt, dass das Verhältnis zwischen meiner wohl dann eher herzlicheren Show und wärmeren Show dann mit dem kühlen Set von A-ha nicht so ganz zusammengepasst hat. Naja, da wurde aus A-ha einfach so ein Ach so. Ist ja auch ein Stück weit ein sozialkritischer Song. Ja, es geht ja auch um die Mieten in München. Ja, also du hast da tatsächlich auch eine Botschaft. Ich habe eine Botschaft, die ist aber relativ, das ist ein offenes Geheimnis. Die Textzeile lautet, wie in Bayern, wo die Herzlichkeit daheim ist, nur die Mieten seien zu teuer. Und ich glaube, jeder Zuschauer und jede Zuschauerin da draußen weiß, was ich meine, dass die Mieten in München einfach zu teuer sind. Ich sag hoi, Richtung Norden immer weiter bis nach Bayern, wo die Herzlichkeit daheim ist, nur die Mieten seien zu teuer. Das ist ja auch ein ganz schroffer Sound, den du da an den Tag legst. Da hast du was Neues ausprobiert. Da habe ich jetzt tatsächlich mal was anderes ausprobiert. Also da war jetzt, ich habe mich wahnsinnig viel in den letzten Monaten beschäftigt mit dem kreativen Zugang und wie man Songs schreibt und wo auf welche Stimme man genau hört. Und das ist meistens die innere, die einen leitet. Und ich bin ja eher schon so ein kleines Punkrock und Rockkind und die Seite kommt jetzt auch mal raus. Und da bin ich sehr, sehr froh, weil die habe ich in den letzten Jahren immer ein bisschen unterdrückt. Ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate, aber ich weiß, wir haben mal darüber gesprochen, du hast so ein bisschen gehadert mit dem Musikerdasein. Mhm. Vielleicht eher nicht mit dem Musikerdasein, mit der Musik als solcher auf gar keinen Fall, aber mit der Musikindustrie. Ja. Offenbar, es geht ja weiter, zum Glück, ist Heu vielleicht auch so ein Hallo. Ja. Und jetzt bin ich da, ich habe mich befreit von diesen Zweifeln und ich greife wieder an. Ganz genau, das ist es. Du kennst mich jetzt schon sehr lange und das ist es genau. Es ist ein neuer Max, ich habe ein Selbstbewusstsein gekriegt, das ich früher nicht hatte. Und wir könnten jetzt eine Wette hier abschließen, und zwar, wenn es sich dahin entwickelt, dass es in der München TV Wiesensendung dann irgendwann im Hintergrund läuft, von der Wiesenkapelle, dann lädst mich auf ein Bier ein. Okay. Hast du schon die Noten rausgeschrieben und gibst es den Kapellen? Nee, weiß nicht. Kann man das machen? Kannst du das machen? Schreib's raus. Ich kann keine Noten lesen. Ach, du kannst nicht mal Noten lesen? Nicht mal. Das kannst du eigentlich. Du kannst nicht mal Noten lesen. nein, ich kann keine Noten lesen. Aber Paul McCartney auch nicht. Ja, ach so. Deswegen, dann ist es ja okay. Warum nicht? Hier, Paul von Milland. Wer fällt ein noch rusten, wo meine alte Liebe rustet? Und heuer noch Berlin, dort wo noch meine Koffer stieren. Nie so cool. An die Ostsee und dann weiter an die Nordsee, wo die Schiffshörner schon hupen bei meinem Grußwort aus den Alpen. Schalte das Echo wieder rückwärts überm Deich. Im Dialekt verschieden, in der Sprache alle gleich. Hoi! Ja, ich so cool. Grüß dich, hallo, Tag und Moin, Dachchen auf Salü und die so koi. Ja, ich so koi. In deinem Song zählst du so einiges auf, wo du schon warst, wo du dich vorgestellt hast. Wo hast du dich denn besonders schwer getan? Ich finde, als Südtiroler mit Südtiroler Dialekt ist Berlin immer schwierig, weil Berlin einfach so weit weg ist von jeglicher geografischen Verbundenheit und eben auch kulturellen Verbundenheit. Seltsam, dass du das sagst, weil du hast ja sogar mal gelebt in Berlin. Ja, deswegen kann ich das vielleicht auch so direkt und offen sagen, weil ich da 8 Jahre gelebt habe, dass Berlin und Südtirol jetzt nicht die Verbindung hat, wie es jetzt Bayern mit Südtirol hat natürlich, oder wie es das Rheinland hat oder auch Hamburg. Ich glaube, Hamburg hat die größte Skifahrerdichte außerhalb der Alpen, wenn ich das mal recht verstanden habe. Und so tut man sich in Berlin oder im Osten von Deutschland ein bisschen schwerer als im Rest davon. Hoi, 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 hoi. Hey Max, what about the UK? Hey, what do you want? E cosa dice l'italiano? Perché? Perché?
pasado en España? Con Vietnam, Chisau, Max. Und wo ist mit dem Rest für Österreich? Sorry, jetzt an alle, die vergessen uns zu benennen. Deshalb gibt's ein lautes Hoi an die ganze Welt. Wie verabschiedest du dich? Da gibt's auch einen Song dazu, der heißt Ciao, Servus, Christi und Baba. Das stimmt. Aber normalerweise sage ich immer Pfirti. Ja? Pfirti, ja. Ciao, Servus, Christi und Baba, lieg in meiner DNA, meiner DNA. Ich schrei es von dem Berg, so laut bis schon ins weit entfernte Tol. Meiner DNA. Ja, vom Rechen bis nach Henneberg, versteht da jeder, was sie mohren. Und das sagst du auch in Hamburg, in Köln, in Berlin? Pfirti ist ja auch so ein geflügelter, also Hoi und Pfirti, glaube ich, vor allem nach diesem Interview, wird das ein weltweit geflügeltes Wort für Begrüßung und auch Verabschiedung sein. Das stimmt. Von München TV aus in um die ganze Welt, ja. Also hier sind schon Karrieren gestartet und zugrunde gegangen. Ja, ich sag Hoi! Sie sagen Grüezi, Hallo, Tag und Moin. Dachchen auf Salü und ich sag Hoi! Hey.